Auf der Suche nach neuem Repertoire für unser Klaviertrio Hannover entdeckte ich diese wunderbaren Klaviertrios von Emilie Meyer. Eigentlich durch einen Zufall. Und es war für uns unglaublich aufregend, diese Werke zu entdecken, Manuskripte zu lesen, zu sehen, wie sie was geschrieben hat, was sie ausdrücken wollte. Wenn man sich als Künstler und Musiker mit der Musik von Emilie Meyer auseinandersetzt und mit der Musik, die so noch nicht wirklich bekannt ist, so wie diese Trios, die wir jetzt aufgenommen haben, so ist natürlich zuerst die Musik im Fokus, aber auch die Person Emilie Meyer ist für uns wahnsinnig spannend. Dass sie schon sehr früh diese sehr starke Vision hatte, eine Komponistin zu werden, und diese Vision hat ihr ganzes Leben lang ganz zielstrebig verfolgt. Neben unserer Begeisterung für die wiederentdeckten Klaviertrios von Emilie Meyer eint uns drei Musiker die Tatsache, dass wir alle drei eine Tochter haben, die natürlich in Zeiten aufwachsen, wo sie über ihr Schicksal, ihre Berufswahl und alles mit größtmöglicher Freiheit selber bestimmen können. Und das war natürlich zu Emilie Meyers Zeiten nicht so. Umso inspirierender kann diese Frau für uns heute immer noch sein, weil sie gegen alle Widrigkeiten sich entschied, nicht zu heiraten, sondern ihrer Bestimmung als Komponistin zu folgen. Thank you.